Dann wollen wir doch mal. Und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zu die Earth. Wow. Cooler Versprecher direkt am Anfang. Okay, nochmal von Anfang. Das kann einen bei einem Livestream eigentlich nicht. Okay. Nochmal von vorn. Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zu The Earth Explodes Galaxy Mod. Und ja, das hatten wir schon vor, oh Gott, 4, 5 Jahren mal. Und was soll ich sagen? Ich habe irgendwie nicht mitbekommen, weil es auf shikadi.net nicht geupdatet wurde, dass das wohl angeblich fertig ist. Und wir werden uns das hier und heute versuchen anzugucken. Versuchen deswegen, weil ich hatte einige technische Probleme. Also nicht nur sprachliche, sondern auch technische Probleme. Aber ich bin mal gespannt, ob das einigermaßen funktioniert. Sollte es eigentlich. Und so auch allgemein an diesem Punkt. Es tut mir leid, dass jetzt tatsächlich 8 Tage lang kein Stream kam. Das hatte verschiedenste Gründe. Natürlich unter anderem auch Zeitgründe, weil ich muss ziemlich viel aktuell im Garten machen, weil, naja, der Frühling kommt und ich war jetzt im Herbst nicht so motiviert, viel zu tun. Und ja, natürlich die normale Arbeit auch und ein paar andere Dinge. Ich würde einfach mal sagen, das lassen wir so ein bisschen hinter uns und ich versuche einfach demnächst wieder ein bisschen häufiger, sage ich mal, was aufnehmen zu können. Ich habe jetzt tatsächlich einfach mal so auf die moderne Art und Weise diesen Mod gestartet. Ihr könnt natürlich jederzeit, wenn ihr Exclamation Mark Mod eingibt, erfahren, was wir derzeit spielen. Dann gibt es auch dazu extra noch einen Link. Und für die Leute, die das auf YouTube gucken, ich hoffe, ich denke daran, den Link halt auch in die Videobeschreibung zu packen. Weil das soll auf YouTube dann auch kommen. So demnächst. Also mit demnächst ist eigentlich noch heute gemeint. Aber ja, wir haben hier den Galaxy Mod. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Klar, der gute alte Tisch quietscht, kennt man. Meine Katze ist auch da, die zeige ich jetzt aber gerade nicht. Es ist gerade auch keiner da, um sie zu zeigen. Und ja, wir gucken einfach mal. So. Es gibt tatsächlich Musik. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß gar nicht, wie laut die Musik ist. Kleiner Disclaimer, ich werde mir das jetzt anhören im Stream, um zu hören, wie laut bzw. wie leise die ist. Beziehungsweise wie leise die ist. Beziehungsweise wie leise die ist. Beziehungsweise wie leise. Ja, so ein ewiges Echo im Hintergrund, ja. Machen wir einfach mal aus. Es klingt recht leise. Also zu leise für meinen Geschmack. Also ich höre es tatsächlich relativ laut auf meinen Kopfhörern. Aber für euch dürfte es eventuell zu leise sein. Und ja, gut. Ich habe es jetzt nicht mal etwas lauter gestellt. Wir werden auch direkt ein Spiel beginnen. Oh, ich bin ja tatsächlich noch überall angemeldet, sehe ich gerade. Das soll eigentlich nicht so sein. Das soll eigentlich nicht so sein. Okay, offenbar hat Discord noch gar nicht gecheckt, dass ich streame. Eventuell streame ich auch gar nicht. Wer weiß das schon? Bei der Technik. Ich habe wirklich, hatte ja Audioprobleme und ich hatte echt lange gebraucht, um die zu fixen. Ich glaube, 2 Stunden waren es etwa. Also, aber ich bin angeblich live, auch wenn das mein lieber Stream-Manager noch nicht verstanden hat. Sieht gut aus, sieht gut aus. So, wir nehmen das jetzt natürlich auch als Livestream auf, den man sich nachträglich natürlich sehr, sehr gerne angucken kann. Auf. An, auf, ja, guter Satz, guter Satz. ja, ich bin noch nicht allzu lange wach. Ich bin etwa
2 Stunden erst wach, komme ja aus der Nachtschicht und ich sehe deswegen auch so zerfleddert aus. Also ich meine, sehe ich auch sonst. Also ja, egal. Belassen wir es einfach dabei und wir gehen einfach gleich in die gute Stube. Wir spielen natürlich auf hart, wie könnte das anders sein? Gucke jetzt auch nochmal in das Stream-Info, nicht, dass da irgendwie irgendwas nicht stimmt. Ganz, ganz seltsam, irgendwie wird bei mir die Kategorie nicht übernommen. Das heißt, man kann gar nicht sehen, dass ich Commander Keen spiele. Ganz, ganz komisch. Also, es funktioniert aktuell, was Twitch betrifft, eigentlich gefühlt gar nichts. Aber ich hoffe, meine Audioqualität ist einigermaßen passabel nach diesen Problemen. Wir beginnen auf jeden Fall ein neues Spiel und ja, mal sehen, was sich so getan hat. Angeblich ist es seit 2018, also etwa 3 Jahre schon fertig. Aber ja, The Bottom Galley. Also zumindest die Sounds klingen noch so wie also wie bei Keen, naja, Keen 5 eben und naja, mal sehen. Also angeblich gab es neue Musik. Ich meine, wir haben ja auch eben auch neue Musik gehört, aber naja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich meine, die ersten 2 Level oder waren es mehr? Ich glaube, es waren nur 2 vollständige Level. Tisha, was machst du da? Fällt hier fast irgendwie runter. Meine Katze geht mir schon seit über einer Stunde auf den Geist. Eigentlich wollte ich schon von der Stunde streamen. Aber ich habe das ein bisschen nach hinten geschoben, habe mich um meine Katze gekümmert. Ich meine, ist ja schließlich meine Katze. Ich habe auch versucht, sie in der letzten Stunde bestimmt 4-mal rauszulassen. Diese Katze will einfach irgendwie nicht raus. Ich habe keine Ahnung warum. Wir werden es wahrscheinlich niemals erfahren. Das erste Level ist ja ziemlich pretty basic und da war irgendwie ein komischer Bug gerade. Ich konnte irgendwie nicht richtig an die Stange da springen. Who knows why? Wow. Also eigentlich wollte ich da drauf landen, aber das hat ja mal wunderbar gar nicht funktioniert. Aber gut, solange meine Katze gerade am Putzen ist, spielen wir ein bisschen weiter. Nach Secrets brauchen wir eigentlich nicht groß zu gucken, weil im Original gibt es ja eigentlich keine, von daher. So, wir gehen in den Engine Room B. Da bin ich mal gespannt, wie der so aufgebaut ist. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Oder hatten wir den? I don't know. Hat er das gefixt oder so? Ich glaube, man brauchte generell eine Keycard, aber ich finde es auf jeden Fall cool umgesetzt, muss ich sagen. Weil theoretisch, wenn man ganz außen steht, oder geht das nicht? Hat er das gedacht? Okay, ich muss gerade mal ein bisschen. Ja, doch, geht. Aber man braucht den Key. Oh, das ist ein Secret? Okay, ich bin zu dumm aktuell zu spielen, kennt man. Okay, man muss fairerweise dazu sagen, es ist wirklich schon so, dass praktisch die Umsetzung von Vortiken auf Galaxy nicht immer so einfach ist. Man muss einfach sagen, naja, es hat da so gewisse Tücken. Wow. Habe ich einfach nur gerade spontan dagegen entschieden. Ah, ich vergesse ständig, dass man da drauf stehen kann. So, aber das sieht bisher recht passabel aus, muss ich sagen. Und das gefällt mir sehr. Es ist für die Leute, die es jetzt noch nicht verstanden haben, es ist ein, naja, praktisch ein Galaxy-Mod zu dem originalen Keen
2, The Earth Explodes. Also nur falls das irgendwie an euch vorübergegangen sein sollte, kann ich da durchschießen. Okay, ich glaube, das hatten wir doch schon mal. I don't know. Wohin führt mich das? Ich meine, theoretisch müsste ich es wissen. Praktisch ist das eher so... Naja. Wow, okay. Ich hab gedacht, man könnte da drin irgendwie stehen. Aber irgendwie kann man das nicht. Wer weiß wieso. Ich find's auch ganz nett, dass ein paar andere Elemente eingebaut wurden. Also... Ich meine, diese Plattformen, wie sie hier sind, die existieren tatsächlich natürlich nicht. Okay, schießt er nicht normalerweise? Oder schießt er nur on sight? Ich weiß nicht, ich glaube, guck mal da. Dieses Feuer war, glaube ich, im Original. War das da oder war es nicht da? Okay, ich würde mal sagen, wir bleiben bei dem hier. Meine Katze ist übrigens immer noch sich am Putzen, von daher haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber guckt mal, sieht schon ziemlich cool aus, sieht schon ziemlich nice aus. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist die Musik. Also ich habe von ein paar Leuten gelesen, sie haben an der Musik gearbeitet. Da kann man, warum auch immer, nach unten drücken und wahrscheinlich in den Tod fallen. Das machen wir natürlich nicht. Aber ist schon ziemlich, ziemlich hübsch. Also man kann theoretisch was dagegen sagen. Ich meine, geht immer, aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr gut. Ich finde es halt nur ein bisschen schade wegen der Musik. Ich weiß allerdings, es haben mehrere Leute an der Musik gearbeitet. Aber auch einer, der an der Musik gearbeitet hat, der weiß beispielsweise nicht, dass dieser Mod zumindest von den Leveln und den Implementierungen her fertig ist. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Von daher, wir leben jetzt einfach mal mit den Keen 5 Sounds. Und wenn es mir möglich ist, werden wir den gesamten Mod hier und heute spielen und so komplett hochladen. Ja gut, bisher gab es nur in dem Titelscreen da, nicht im Titelscreen, sondern in dem Scrollingscreen. Wow, bin jetzt komplett runtergefallen wie so ein Vollidiot. Egal. Wir sind halt an ein paar netten Sachen vorbeigelaufen. War hier nicht so ein Fulda, so ein, ich habe keine Ahnung. Ja, da haben wir ihn doch. Habe ich ihn erwischt? Ja, okay. Ja, meine Katze wandert umher. Kann sie gerne tun. Oh, okay. Und ich glaube, die sollten normalerweise schießen. I don't know. Also ich weiß nicht, warum sie es nicht tun. Kann mir wahrscheinlich auch keiner so wirklich erklären. Wir brauchen erstmal den Key. Wo war der noch gleich? Noch gerade. Ich versuche mir gerade irgendwie bildlich im Kopf vorzustellen, wo der war. War der nicht irgendwo hier? Können die nicht springen? I don't know. Also im Original können die. Ah doch, die können springen. Aber irgendwie springt der nur, wenn ich über ihn bin. Er hat also eine ganz, ganz seltsame Wahrnehmung. Wow! Why? Wurde mein Schuss gerade von dem einen Gegenstand gefressen? Ist das, was gerade passiert ist? Ist das gerade passiert? Ich habe mich ein bisschen tatsächlich erschreckt. Wahrscheinlich habt ihr das gesehen.
Das ist doch so ein normaler Dude, ja. Ja, okay. Wir sind offenbar dagegen gekommen und dann wurde dementsprechend unser Schuss gefressen. Wow. Kommt man da nicht auch so einfach ran? Einfach so mit einem normalen. Ja, ich würde es gerne mal austesten. Aber ich schätze mal schon. Katze ist auf jeden Fall gerade am Essen. Tut mir leid, wenn man das hört. Ich glaube, hier waren nur ja, Punkte. Okay, wenn man über ihn ist, ist er ziemlich am Ausrasten. Aber ansonsten. Und diese Roboter, die sollten eigentlich schießen. Ich habe keine Ahnung, warum sie das nicht tun. Who knows? Who knows? Wer weiß schon warum. Ich meine, die wären auf jeden Fall deutlich schwieriger zu töten. Wow! Ich habe mich jetzt wirklich zweimal erschreckt. Okay. Ja, start ein neues Spiel, weil er so peinlich ist. Oh mein Gott. Ja, okay, wir brauchen den, aber da gar nicht abschießen, weil, naja, braucht man einfach nicht, soll ich dazu sagen. Ich würde ja gerne ausprobieren, ob die vielleicht einfach so schießen, so Robo-Red-mäßig, wenn man die anschießt. Kann sein, dass, ach, dass irgendwie das nicht richtig eingestellt ist. Okay. Ich meine, ich hatte schon so die Vermutung, dass er hier irgendwo sein könnte. Aber. Ah, okay. Ja. Die bewegen sich auf jeden Fall deutlich langsamer und sind ein geringeres Problem, weil. Naja, sagen wir mal so, die Steuerung an sich macht es ehrlich gesagt zu einfach, die zu erledigen. Okay, wenn das Spiel nicht gerade deine Munition frisst. Aber ja. So. Wie war das? Ich glaube, hier gab es noch keinen so einen Elite-Dude, ne? Okay, sowas ist halt dann praktisch im Original einfach schwieriger. Ich hatte kurz die Befürchtung, das Spiel würde gleich crashen, weil der so anfing, mich auf die Seite zu schieben. Okay. So weit, so gut. Oder so schlecht. Ich meine, ich bin zweimal gestorben. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es zweimal meine Schuld war. Eventuell. Ich meine, ich kenne ja zumindest das Original. So, hier gibt es doch diese. Okay, sie sind tödlich. Warum auch immer sie hier tödlich sind. Eventuell ließ es sich nicht. Eigentlich hätte man doch einfach nur Team 6 modden müssen, weil da kann man ja praktisch so niedergeschlagen sein. Also, wenn das hier nicht geht, ich meine, gut, die sind immerhin langsam. Weil sie sich. Sie sind halt viel größer. Oh, oh, oh. Viel größer als im Original und können sich nicht so leicht bzw. so gut bewegen. Da gehen wir mal nicht hin, weil das sieht einfach nur nach totem Verderben aus. Ich frage mich tatsächlich, macht der etwas, wenn man auf den schießt? Ah, okay, ja. Also ähnlich wie Robo-Red, der schießt halt einfach so nicht. Was seltsam ist, weil Robo-Red macht das ja trotzdem, dass er so schießt. Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung. Wir haben noch relativ früh für Leute, die sich jetzt wundern, dass eventuell gerade gar nichts los ist. Also es ist 17:45 am Freitag. Also wenn Leute bereits irgendwie auf Twitch unterwegs sein sollten, wahrscheinlich dann nicht hier. Aber ich habe so den Eindruck, das könnte man gut im Pacifist-Modus spielen. Habe ich einen Eindruck. Also. Okay. Was ist hier?
Oh wow, ich war. Warum auch immer stand ich in der falschen Richtung. Haben wir irgendwie Schuss aufgesammelt? Wir haben irgendwie dauerhaft 10 Schuss. Keine Ahnung. Hab ich mal Schuss eingesammelt? I don't know. Auf jeden Fall, einige Dinge sind natürlich hier anders, klar. So. Sind schon echt einige Male gestorben. Häufiger als bei meinen Original Let's Play hierzu. Okay, ich glaube, es waren. Ich sehe. Verzeihung, ich sehe halt gerade nichts. Von daher könnte ich mich einfach in den Tod stürzen. Oh wow. Okay. Oh. Wir nutzen gerade mal die Dog Protection aus. Der dürfte ein bisschen schwieriger zu töten sein. Okay. Close enough, meine Freunde. Wow. Kann man da durchspringen? Das sieht ein bisschen so aus, als ob das geht. Nee, geht natürlich nicht, okay. Ha, wir haben dich avoided. Ich muss nur 80 Mal die Door Protection ausnutzen. Aber es sieht schon ziemlich toll aus. Also hat so seinen ganz eigenen Look, obwohl es halt Galaxy Mod von dem Original sein soll. Ist schon ziemlich nice. Gibt's hier vielleicht. Ich komm nicht mehr hoch, oder? Ah, doch, mein Impossible. Gibt's hier vielleicht ein Secret? Ich meine, vielleicht hat er sich ja die Mühe gemacht, Secrets einzubauen. Ich meine, gegen die Keen 5 Musik kann man auch nichts sagen, also. So, wir exploren weiter The Mothership. Das Mutterschiff. Und ja, wir begeben uns in die gute Stube. London Tantalus Center. Okay. Ah, okay. Da ist ein Aufzug. Ich glaube, das war eines dieser Level, die auch noch verfügbar waren. Okay. Ja, das ließ sich wahrscheinlich nicht so gut umsetzen. Ich bin mal gespannt, wie das bei anderen Leveln sein wird. Sind die ein bisschen traurig, dass der nicht schießt. Oh. Oh, oh. Er schießt. Okay. Das Problem gab es allerdings damals schon. Weil es halt ein Replacement von Little Empton ist. Und wenn es da zu Poles kommt, ja. Sieht das halt so aus. Ja, okay. Ich frage mich, ich meine, das ist ja schon seit 2018 draußen und wurde ein paar Mal geplaytestet. Ließ sich das einfach nicht beheben? Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal, vielleicht habe ich auch nicht die komplett neue Version. Ich weiß es nicht. Wäre möglich, dass ich nicht die neueste Version habe. Hey Nadia, na, wie geht es dir? Und diesen Command gibt es bei mir immer noch nicht. Ich hoffe, es geht dir wunderbar an diesem Freitag. Ich bin immer noch ein bisschen müde von der Arbeit, aber ich sehe auch ein bisschen arg zerzaust aus. Gibt es hier überhaupt die Mechanik mit den Licht? Nein, ich glaube, die gibt es nicht. Ich meine, gut, war wahrscheinlich nicht möglich umzusetzen. Das mit der Technik kenne ich. Ich habe 2 Stunden daran gesessen, dass meine Audio wieder einigermaßen geht. Zumindest hoffe ich, dass sie geht, weil
beim letzten Livestream und in den ganzen Tests vorher war meine Stimme einfach komplett abgehackt. Wer weiß schon warum. Ich hab's übrigens nicht Wow. Wollte mich eigentlich festhalten. Ich habe übrigens nicht herausgefunden, woran es liegt. Ich habe einfach sämtliche Audioquellen einfach rausgenommen. Und es geht. Also zumindest bin ich zu hören. Also ich weiß nicht, ob es wirklich geht. Also, who knows? So, was war hier? Noch so ein Heslon. So, wunderbar. Die sind auch im Original irgendwie viel, viel schwieriger. Ich meine, das geht hier. Also, ich meine, ist jetzt nicht übermäßig einfach, aber es ist jetzt auch nicht schwierig. Im Original waren die schon eine ganz andere Hausnummer. Aber sieht wirklich, wirklich cool aus. Und spricht natürlich... Wieso schrecke ich mich heute eigentlich die ganze Zeit? So, ich weiß, hier wartet auf mich die Vortican Elite. Die versuchen jetzt einfach... Ich wollte gerade sagen, die versuchen wir einfach mal gerade anzulocken. Hat wunderbar funktioniert. Also, fürs Anlocken gebe ich mir 10 von 10 Punkte. Also, fürs Überleben gebe ich mir ehrlich gesagt eher 0 Punkte. Das war nämlich eher so semi-gut gemacht. Okay. Was ist hier? Okay. Ja, so geht's natürlich auch. Die kann man übrigens auch abschießen, aber man braucht dafür 4 Schuss und die sind relativ flink. Obwohl, die sind nicht so schnell wie im Original und so ein bisschen verbuggt der Freund. Habe ich so einen Eindruck. Aber ich hoffe, dass die Technik bei mir zwischenzeitlich wieder funktioniert. Aber naja, das tut sie ja oftmals nicht. So, wunderbar. Ein weiteres Level. Zwar auch ein weiterer Tod, aber naja. Aber ich hätte schon Lust daraus, vielleicht ein Pacifist-Projekt zu machen. Zumindest habe ich den Eindruck, soll relativ einfach sein. Bisher. Also, ich habe noch nicht alles gespielt. Ich sehe nichts. Gut gesprungen dafür, dass ich nichts sehe. Wunderbar. So. Bin jetzt mal gespannt, wie das da umgesetzt wurde. Ah, mit einer Plattform. War da unten nicht so ein Knabe? Nee, okay. Wow. Dann eben nicht. Das hat ja mal so gar nicht funktioniert. Ich muss mich mal gerade umsetzen. Irgendwie bin ich jetzt schon müde. Das war gut. Das heißt jetzt schon müde. Ich bin immer noch müde. Das kann man, glaube ich, am besten sagen. So. Zwar nicht ganz gesehen, wo ich bin, aber... Okay, ja, das ist 1 zu 1 wie im Original. Okay, das ist eine interessante Umsetzung dieser Stelle. Ich weiß, die wenigsten, die das jetzt sehen, die können sich überhaupt was darunter vorstellen, weil sie das Original halt nie gespielt haben. Aber gut, gibt schlimmere Dinge. Okay, die bleiben jetzt alle da hängen, oder? Ja, das ist ein bisschen not so nice. Aber was will man machen? Solange das Spiel dadurch nicht crasht, soll mir das egal sein. Aber wenn das Spiel deswegen anfängt zu laggen oder zu crashen, fände ich das natürlich weniger schön. So. Wieder kurz vorm Ende. Ja, den muss ich abschießen. Keine andere Option. Direkt bereit zur Flucht. Ich glaube, hier waren aber eigentlich nur mal Punkte gewesen. Ja, egal. Auf jeden Fall, die Level sind etwa so lang wie im Original. Ist natürlich jetzt
wenig verwunderlich. Ich meine, man versucht sich ja so ein bisschen am Original zu orientieren. Das ist Home A. Oh wow. Ist wahrscheinlich genauso Krebs wie das Original, oder? Ich meine, wir werden ein bisschen exploren. Ah. Okay. Das mit dem Yorb und so ist ein nettes Detail. Aber ich glaube, wir gehen da mal nicht lang. Das sieht mir nämlich nicht aus wie der beste Weg, um zu sein. Okay. Ich will eigentlich schon rechts nach unten gehen. Okay, das Level könnte ein bisschen problematisch. Wow. Irgendwie verliere ich keinen Schuss. Kann das sein, wenn ich schieße? Nee, ich verliere keinen Schuss. Warum ist das beim Testen des Mods nicht aufgefallen, dass ich keinen Schuss verliere? Ich meine, endlos viel Munition zu haben, erscheint mir... Wow. Also endlos viel Schuss zu haben, erscheint mir ziemlich OP zu sein. Ja, ich kriege nur Schuss, ich verliere keine. Das ist irgendwie... Ich meine, ich kann ja theoretisch jetzt einfach hier spammen. Spammen wie so ein Verrückter, wie so ein Wahnsinniger. Bisschen mehr Mut zu Aktion. Ist das Level bereits zu Ende? Das ist wie im Original. So weit, so gut, I guess. So. Ich meine, ich kann ja theoretisch auch hier einfach runter spammen. Wie sonst was. Also das hätte auffallen. Oh, wow. Also das hätte auffallen müssen irgendwann mal. Ich meine, ich habe ja gesehen, dass Leute das getestet haben und sogar Screenshots geteilt haben, aber ich weiß es nicht. Also eventuell soll das auch noch gar nicht das endgültige Bild sein. Ah, der Wortigen Elder ist tatsächlich so ein Ding gefangen. Das ist echt beeindruckend. The Wise Wortigen never jumps in the dark. Okay. Ist ein netter Tipp, mein Freund. Allerdings kann man nicht das Licht ausschalten in diesem Mod. Von daher, naja. So, wir haben alles gesehen, was ich sehen wollte. Das heißt, wir können das Level verlassen. Ich meine, ich muss natürlich so Vergleiche ziehen zu dem Original. Zumindest optisch gesehen kann man dem Mod keinen Vorwurf machen. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Das sieht mir aus wie so ein Tantalus Center. Kann man so ein bisschen an diesen gestrichelten... ja, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Genau, Moskau Tantalus Center. Das gute alte Tantalus Center. Sieht so aus, als ob da eine Plattform langfahren sollte, was es gerade nicht tut. Interessant. Also das Level-Design scheint mir ein bisschen anders hier zu sein. Und mit ein bisschen anders meine ich schon extrem sehr anders. Irgendwie... Okay. Ah. Ja, okay, mit einem Impossible komme ich hoch genug. Also ich habe schon den Eindruck, dass es hier... Ach, sorry. Dass es hier schon sowas wie Playtesting gab. Okay, das hat nicht funktioniert. Haha. You fool. Wow. Hat mich fast noch gekriegt. Wow. Wow. Okay, die hier auszuschalten ist genauso schwierig wie im Original.
Vielleicht sogar ein bisschen schwieriger. Weil ich habe zumindest den Eindruck, die lassen sich schlechter ausmanövrieren. Okay, ich weiß zumindest, da kommt einer. Das bringt mir natürlich herzlich wenig. Der Sprung ist halt auch einfach gefühlt nicht machbar. Okay, wie komme ich denn da hoch? Oha. Wieder einfach fast hoch genug springt, um mich da noch zu kriegen. Okay. Ah, okay. Das ist wie im Original jetzt. Man kann da hoch. Okay, das ist natürlich suboptimal. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich meine, es scheint wohl so geregelt zu sein, dass sie einen in den Coolen nicht treffen können. Okay. Uah. Das ist zwar knapp. Und natürlich, man kennt es. Meine liebe kleine Katze, die nervt natürlich jetzt. Na, Techa. Techa, guck mal. Hey. Naja, meine Katze verarscht mich mal wieder. Aber ja, die Katze ist wieder am Start. Ich habe sie ja schon mehrfach versucht, heute rauszulassen, aber irgendwie will meine Katze einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. So, ich sehe furchtbar aus, aber das macht nichts. Wir gehen mal ganz kurz in den AFK. So. Ja, meine Katze wollte natürlich nicht raus.
Hab keine Ahnung, warum die mich aktuell so. Man kann sagen, nervt. Weil die könnte ja auch einfach mal rausgehen oder ich weiß es nicht. Aber stattdessen ist sie aktuell ein bisschen anstrengend. Wir gehen gleich nochmal ganz nach oben, um zu gucken, ob da ein Secret ist. Nö. Okay. Also, ich muss auch sagen, das Original ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, was hauptsächlich an der Störung liegt. Warum ist nur so ein Ding da? Sollte da noch ein anderes Level sein oder war es einfach nur verbuggt? Ich glaube, es ist verbuggt und ging einfach nicht dahin. Okay, Sydney Tantalus Center. Okay. Dann machen wir mal einen kleinen In-Game-Save und machen einfach mal weiter. Hoffe, meine Katze nervt mich jetzt nicht so. Okay, sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, was hier ist. Okay, wir brauchen zwei Keys. Das ist jetzt aber nicht wie im Original, oder? Okay, das da ist sowieso nicht wie im Original. Weil das sollte einfach nicht so sein. Bevor er sich irgendwo festbackt oder so. Okay. Ah, wir müssen vorher einen Schalter aktivieren, was man im Original natürlich nicht muss. Interessant. Da ist auf jeden Fall. Verzeihung, meine Stimme irgendwie. Das ist zumindest ein Schalter. Ich nehme mal an, den brauchen wir. Ah, es ist doch wie im Original. Wow. Das ist leider auch wie im Original, dass ich da an dieser Stelle häufiger mal runterfalle. Okay, man kann da so nicht rein. Das ist ein bisschen weird. Aber gut, wir aktivieren mal hier den Schatten. Okay, ich habe vergessen, dass man trotzdem da durchfällt. Das muss ich mir merken, dass das passieren kann. Okay. Das ist allerdings Originalproblem, das mit dem, dass man den Ki nur aufsammeln kann, wenn man praktisch gerade steht. Also das ist jetzt nicht. Wartet mal ganz kurz. Wie kommt man denn da hin? Ich weiß nicht, wie man im Original hinkommt, aber wie kommt man denn hier dahin? Nicht, dass ich die Munition bräuchte, weil ich verliere ja keine Munition. Das ist ein komplett abgetrennter Bereich. Man kommt einfach da nicht hin. Obwohl, wenn der vielleicht da hingelaufen wäre, hätte man vielleicht über den. Ah! Okay. Das wird jetzt ein bisschen. Ey. Okay. Ich bin ein Vollidiot. Ich habe erst in dem Moment, wo ich drüber gelaufen bin, realisiert. Da fällst du doch durch und musst du drüber springen. Wunderbar, wunderbar. Wir haben die Munition nicht gebraucht, aber nun ja. Im Original ist es super schwierig, daran zu kommen. Super schwierig. So, apropos super schwierig. Ich glaube, das Ende war ein bisschen kniffliger als der relativ humane Anfang. Ja. Oha. Das habe ich ja komplett vergessen. Da hatte ich gerade ein bisschen Schiss, da lang zu gehen. Hallo. Hey, Lou. Ist aber auch tatsächlich im Original so, dass sie irgendwie gefühlt 80 Kilometer in eine Richtung fliegen. Obwohl, so lange brauchen die normalerweise eigentlich nicht. Okay.
Okay, das war nice move, Penga. Nice move. Das Problem ist, die hängen halt da drüben im Bildschirm fest. Das ist halt eine relativ bekannte Keen-Krankheit. Okay, es ist wie im Original. Ah, okay. Ich glaube, im Original fahren die nicht so weit. Zumindest wäre mir das neu, dass sie so weit fahren können. Fliegen oder schweben. Was auch immer. Eins davon wird stimmen. Eins davon wird stimmen. Okay, das Level war jetzt nicht so das Problem, muss ich zugeben. So, dieses Mal. Na, kleines Monstrum. Eine kleine Katze ist gerade schon wieder hier. Aber sie war auch nie draußen in den letzten 3-4 Stunden. Okay, kann schon lang gehen. Ah ne, da komme ich her. Okay. Ja, Techa, wo willst du hin? Wo willst du sein? Weil ich habe das Gefühl, meine Katze weiß das selbst nicht so recht. Wie weit geht's denn da nach oben? Okay, in einem Level hat man jetzt das kleine Easter Egg nicht eingebaut, was normalerweise hier sein sollte. Das ist ein bisschen schade, ließ sich wahrscheinlich aber nicht so gut umsetzen. Vermute ich, vermute ich. Ihr müsst ein bisschen rumspringen, also das hätte man noch irgendwie einfügen müssen, dass die eventuell auch so schon springen können, weil die sind absolut einfach keine Gefahr, wenn sie nicht springen. Ja, das ist halt ein bisschen sad. Okay, dass das jetzt einfach dezent misst. Ich sage extra dezent misst, also... Ich meine, ich habe es doch hingekriegt, also kein Grund, sich zu beschweren oder so. Den erledigen einfach mal, weil der ist an dieser Stelle einfach nicht hilfreich, sondern eher störend. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man da hinkam. Also im Original ja, aber hier habe ich keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Komm ich so da hoch? Ja. Also ist im Original tatsächlich ein bisschen schwieriger, da dran zu kommen. Wo geht's da nochmal hin? Ich glaube, es müsste rein von der Level-Logik wieder an den Anfang gehen. Ja, okay. Hab ich verstanden? Habe ich verstanden? Ja. Bin... auf jeden Fall nicht negativ überrascht. Ich meine, es war einfach logisch. So, hier war auf jeden Fall wieder so ein Clown. Ich nenne es jetzt einfach Clown, obwohl es eigentlich... oh ne, hier kommt der, ne? Ah ja. Hm. Okay. Oh, wow. Den habe ich tatsächlich vergessen. Ich war aber ein bisschen abgelenkt. Ein bisschen abgelenkt kann man mal sagen. Wir können auch versuchen, ihn einfach umzubringen. Das geht natürlich hier, wo auch immer der in der Luft hängt. Das geht natürlich hier deutlich einfacher als im Original. Weil man kann im Original Keen 2. Kann man nicht so Schüsse spammen. Wie kommt man da ran? Von hier? Ich glaube, derjenige, der das gemacht hat, hat nicht mit einberechnet, dass man auf hart nicht hoch genug dafür springt, oder? Ich meine, ich kann es mal von hier aus probieren. Aber etwas, was nur ganz leicht da oben zu sehen ist,
ist halt auf hart nicht zu erreichen. Also kann man sich so als kleine Formel merken. Kann man nicht erreichen. Ist halt leider einfach so. Schon das Exit oder? Ja. Bisschen komisch platziert. Auf jeden Fall nicht wie im Original. Ich muss das die ganze Zeit vergleichen. Ja, ich meine, Keen 2 ist bei mir im Ranking auch ziemlich weit oben gelandet. Von daher, Washington Tantalus Center. Okay. Hatte allerdings das Home-Symbol. Komme ich da wieder hoch, wenn ich mal da unten bin? Ich glaube, ja. Geht, glaube ich, auch ohne Impossible. Oder? Ja, geht, ja. Kein Problem. Ah, gar kein Problem. Ja, da komme ich allerdings so nicht dran. Irgendwie verwirrt mich dieses Level gerade, weil kommt mir so unbekannt vor gerade. Aber wow. Wie konnte das Spiel diesen Schuss denn noch fressen? Kann mir auch keiner erklären, wie das passiert ist. So. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Weil das ist das erste Level. Ich meine, klar, ich kenne Washington Tantalus Center, aber das sieht irgendwie komplett anders aus. Es ist super verwirrend. Mir fällt auch gerade ein, hier gibt es 4 Keys, die alle verteilt sind. Ich muss auf jeden Fall mich gut umgucken. Ich glaube nämlich, da unten kann noch einer der Keys sein. Von daher. Okay, ne, hier ist keiner. Okay. Ja, man kann hier sehr, sehr verschwenderisch sein. Ich meine, immerhin hat er die Waffe verändert. Das kann man auch sehen. Das ist ein netter Touch, auf jeden Fall. Aber, naja. Dass man so gar keine Munition verliert, ist ein bisschen arg OP. Meine, gibt schlimmere Dinge. Gibt vor allem auch schlimmere Dinge für Spieler. Okay. Was hat dieser Ort für eine Bedeutung? Wahrscheinlich, gut, ich meine, gibt noch auch im Original so Stellen, die keine Bedeutung haben, aber. Ich meine, Dedication to the Craft kann man sagen, weil passt schon so. Okay, wir haben alle Keys gefunden und hier sind 2 so Lutscher. Warum? Konnte ich gerade irgendwie nicht da schießen? Okay, habe ich mich wohl verdrückt. Das Spiel hat gleich 50 Schuss gefressen. Okay, es waren. Okay, was macht dieser Schalter? So weit runter wollte ich dann doch nicht. So, ist hier noch irgendwas Spannendes? Nö. Keine Ahnung mehr, was dieser Schalter da tut. Wahrscheinlich irgendwas da unten. Nehme ich mal an. So, wieder hochscrollen, weil da unten sollte ein Gegner sein. Ich meine, ist schön, dass sie das hat das geöffnet. Ich meine, es ist schön, dass die da sind. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Aber es ist halt ein bisschen blöd, dass die nicht ihre Funktion haben. Hä? Okay. Der kann da nicht runterlaufen. Gut, ich meine, im originalen Galaxy ist das natürlich auch so, dass Gegner einfach nicht so da runterlaufen können, mal abgesehen von einem Lick und so. Ich
glaube tatsächlich, Episode 5 war die schlechteste Version, die man hier für den Mod hätte nehmen können, weil einfach so viele Dinge hier einfach nicht passen. Kommt man nicht einfach so wieder da dran? Ich glaube, das geht tatsächlich auch nicht. Bevor der mich da reinschubst. Ich meine, ich könnte jetzt Munition sparen. Könnte ich. Ja. Bringt halt nichts. Muss ich da runter? Ich glaube, ich musste nicht da runter. Wir gehen jetzt aber trotzdem mal da runter. Because, why not? Okay. Man kann tatsächlich, nicht so knapp. Ah, doch, es geht. Ich wollte gerade sagen. Ja, Moment, hätte vielleicht geklappt. Okay. Da ich keine Ahnung habe, was mich hinter diesen Türen erwartet. Ah. Vortigern Elder says the Grand Intellect is not from Vortigern 6. He's from Earth. Ein Hint, natürlich für den Endboss Mortimer McMoyer. So, jetzt könnte man mal gucken. Okay, ich glaube, der ist gerade so nicht hoch genug. Ja. So. Da hinten geht's zum Exit. Ich glaube, ich mache mal gerade einen kleinen Zwischensave, was natürlich in den Leveln von dem Vortigern Spielen nicht ging, aber wir haben diese Möglichkeit. Gut, dass ich das gemacht habe, weil ich hatte gerade den Levelaufbau des Originals nicht im Kopf. Von daher war das gerade dumm von mir. Oh, hab ich einen Gegner übersehen. Wo kam der denn daher? Egal. Ich glaube, man konnte auch erkennen, dass es nicht Washington Tantalus Center ist. Also ich wusste, welches Level es ist. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, aber mir war relativ schnell klar, das kann nicht Washington Tantalus Center sein. Aber gut, da geht es noch weiter. Kann man einfach durchgehen. Seltsam, okay. Wir machen jetzt jenes Level hier und ich habe keine Ahnung, welches das sein soll. Rome Tantalus Center. Okay. Kommen wir denn für irgendwas hier? Ich habe das Gefühl, man kann sich da festhalten. Okay. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt. Wow. Huh. So, wunderbar, wunderbar. Muss ich gerade mal direkt speichern, weil es ansonsten immer ein Problem wäre. Wow. Wow. Achso, ja stimmt, das ist das Ende vom Level. Aber weißt du was, den Spaß, den gönne ich mir. Ja, okay, ich gönne mir den Spaß noch einmal oder so. Bin auf jeden Fall froh, dass das Ding schießt. Ah, ich stand nicht mehr auf der Stange, warum auch immer. Ich meine, ich bin ja nicht runtergelaufen oder so.
Ja, okay, das ist schon eine Herausforderung sondergleichen. Okay. Ich glaube, das ist eine Challenge, die man wann anders machen kann. Ich glaube, die braucht gerade kein Mensch. Wow. Wow. Dann höre ich gerade passend dazu Gelächter draußen, so nach dem Motto: Hahaha. Wann von so welches Netzwerk ist runtergefallen? Voll Nupp. Voll. Hallo? Was war das denn jetzt? Okay. Das Problem an diesem Level ist halt leider die Musik. Weil das die aus dem Secret Level ist. Ah, ja, ich verstehe. Ich glaube, das sollte auch nicht so sein mit Edge of Map. Das sollte definitiv nicht so sein. Ich glaube, das soll auch nicht so sein, oder? Ich glaube, ganz viel soll hier nicht so sein. Diese Stelle wird natürlich jetzt nochmal lustig. Weil normalerweise kann man ja das Licht ausschalten. Dann ist diese Stelle nämlich dezent angenehmer, als sie jetzt ist. Im Original wäre die Stelle jetzt überhaupt kein Problem, weil die nicht springen. Aber hier ist es anders. Ich glaube, hier kommen die nicht hoch, oder? Oder können die... Sie können. Okay, das macht mir das Leben natürlich ein bisschen schwieriger. Weil jetzt muss ich sie doch umbringen. Okay, wir können aber trotzdem mal gerade versuchen, ob wir schnell genug da durchlaufen könnten. Okay. So netter muss ich das auch im Pacifist Run hinbekommen. Okay. Ja, das war Tantalus Center Rome. Sieht ganz nett aus. Finde ich nicht schlecht. Finde ich wirklich nicht schlecht. Werde auf jeden Fall nach dem Stream mal gucken, wie die Qualität so allgemein ist. Ah, das ist so ein Bonus-Track aus dem Original. Den man, glaube ich, normalerweise nicht hört. Okay. Ah, ja, okay. Got it. Ja, man muss sich halt immer so ein bisschen zurechtfinden. Ja, ich weiß, das sollte normalerweise nicht so sein. Okay, da kann man durchfallen. Hier ist es natürlich jetzt so, ja, man braucht die 100 Milliarden Endlosschuss gefühlt, weil, naja, also normalerweise müsste man das anders lösen, aber das geht hier nicht. Ah, okay. Komme ich überhaupt jetzt wieder zurück? Ich meine, ich muss jetzt wieder da hoch. Kann ich ja durchspringen? Ne, ich kann da nur durchfallen. Okay. Ne. Okay. Okay, hier soll ich noch gar nicht sein. Interessant.
gucken, was ist hier überhaupt? Eine schlechte Pattern von Plattformen, okay, ich verstehe. Habe ich irgendwie schon verkackt? Ja, und jetzt gut wegen 5000 Punkten gehe ich da jetzt nicht unbedingt hin oder komme ich hier? Ich glaube, ich sollte hier wieder hochkommen, ja? Weil wir brauchen ja Le Yellow Key. Ah, okay, so ist das gedacht. Stimmt. Die können dann nicht mehr darunter. Das Problem ist aber, da der Schalter so in der Mitte ist, fällst du hier rein, bist er für instant tot. Gut gemacht, Game, gut gemacht. Also diese Stelle ist wirklich die einzige Stelle, wo ich sage, die könnte für einen Pacifist Run wirklich problematisch sein. So. We have the yellow gem. So, wir haben auch noch den roten. Den brauchen wir auch gleich. Drei Stück waren im Original auch drei Stück hier? I don't remember. Wow. Hab ich gespeichert, oder? Doch, habe ich. Ich bin in Talent. Ab und zu. Bin einfach dran vorbeigesprungen wie so ein Vollidiot. Kann ja auch mal passieren, dass man dumm ist. Und ungeschickt. So. Ah, okay. Warte, kann er hier durchfallen? Ja. Easy. Ich find's ein bisschen komisch, dass sie in der Luft hängen bleiben, wenn sie in der Luft sterben. Okay. Ich dachte, hier wäre noch ein Clown. Interessant. Relativ schwieriger Sprung hier hoch. Wow! Ich hab gedacht, ich hätte es kaputt geschossen. Ist ja fast in den Tod gesprungen, wie so ein Vollidiot. Okay. 4-4. Hm. Da brauchen wir einen ganz, ganz leichten Sprung. Okay. So weit nach unten wollte ich jetzt gerade nicht fallen. Na Karl, egal. Wir haben nur Punkte da gerade verpasst. Nichts wirklich Wichtiges. So. Weaponry. Müsste Weaponry A sein. Nehme ich an. Was ist Weaponry B? Es ist Weaponry A. Okay, ich bin mal gespannt, wie das hier jetzt abläuft. Wahrscheinlich mit einer Plattform. Ja. Mit einer Plattform. Oder ohne. Einfach ohne. Wow, danke. Das ist übrigens die Siegmelodie aus Keen 5. Okay. Ich glaube, man braucht hier auch alle Keys, die es gibt. Bin mal gespannt, wie das so allgemein ist. Okay, hier ist ein anderer Key. Hab fast nicht gesehen, dass man da durch kann. Da ist ein Spiral Trap? Okay, man soll aber jetzt nicht von hier kommen. Okidoki.
Ich habe das Gefühl, das wird spaßig. Und spaßig meine ich not so spaßig. So. Wir haben alle Keys. Was war nochmal hier drüben? Also wir haben noch nicht alle Keys, aber der eine Key ist halt da drüben, wo wir noch hin müssen. Okay. Wollte gerade sagen, ist da... Ich meine, theoretisch kann einer von diesen Clowns da sein. Hallo? Hello? Sir? Okay, ich dachte schon, ich komme hier nicht mehr nach oben. Ja, eigene Musik hätte dem wirklich sehr gut getan. Bisschen traurig, dass es nicht hat. So, falls sich einer von diesen Clowns hierhin verirrt hat, ist es gefährlich, hier runterzugehen. Dem ist allerdings nicht so. So. Na komm, einer durch. Naja. Die Preisfrage ist, kann man da überhaupt durchlaufen? Ja, okay, es geht, aber ich würde mal behaupten, leicht ist anders, weil man hat ja praktisch nur ein Fenster. Ein einziges Fenster. Das Ding ist ja relativ breit. Also wir gehen mal näher ran, speichern nochmal. Also so vom Angucken würde man wahrscheinlich denken, es ist nicht machbar. Also mir ging da auch gerade tatsächlich so ein bisschen die Pumpe, kann man sagen. Ja, die Musik ist nervig. Also ich meine, die kann man sich mal für so... Okay. What the hell? Das ist Brexit. Okay, was ist hier? Keine Ahnung, wir gucken einfach mal, weil wir streamen noch gar nicht so lange. Man muss aber auch sagen, es ist, sind heute wirklich gefühlt niemand da. Also. Ah, okay. I got it. Got it. Na, es war dumm, aber ich wurde nicht dafür bestraft, dass es dumm war. Wir sind jetzt beide da runtergefallen, oder? Wow. Okay. Ja. Da. Wir sind gleich aus dem Level raus, dann muss man diese Melodie nicht mehr hören, die zugegebenermaßen spätestens nach 30 Sekunden anhören einfach unerträglich ist. Aber sei es drum. Sei es drum. Dann auf in Weaponry B. Eins meiner liebsten Level. Aber es scheint wirklich so zu sein, als ob die Level vollständig sind. Okay, diese Musik hier. Seltsam, okay. Dö. Dö, dö, dö. Wissen wir was, wir starten es gerade nicht nochmal neu. Okay. diese... Also das kommt im Original nicht vor. Ich habe deswegen jetzt auch das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich da nicht stehen bleiben kann, sondern relativ zeitnah runterfallen werde. Okay, man kann sich da auch nicht dran festhalten. Habe ich feststellen müssen.
Okay, dieses Level kann eventuell nervig werden. Nur dank dieser hinzugefügten Mechanik, wo man sich einfach nur denkt, ja, hättest das jetzt unbedingt gebraucht? Die Antwort darauf kennen wir alle. Wow. Oh, der liebe Hori. Und ich habe irgendwie Probleme wohl mit den Alerts, dass man die gar nicht hört oder sieht. Wunderbar. Habe ich ein technisches Problem gegen ein anderes getauscht. Was zur Hölle treibe ich hier? Ich hoffe, es geht dir wieder besser, Hori. Black Screen? Okay, mein Internet war einfach gerade mal. Habe ich gerade Internet, ist die Frage. Ja, sieht gut aus. Hast du bei mir ein Black Screen? Weil ich habe gerade mal bei mir geguckt. Eigentlich habe ich gerade keinen Black Screen. Ich hatte halt nur gerade irgendwie ein fieses Verbindungsloch gehabt. Internet oder Twitch, eins von beiden wird stimmen. So, ja, irgendwie ganz, ganz seltsam. Aber wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir inzwischen besser. Warum falle ich denn da runter? I don't know. Why is this happening? So. Aber allgemein recht ruhig auf Twitch heute gefühlt. Ich habe keine Ahnung, wann das liegt. Okay, wow, ich bin mal nicht runtergefallen. Das muss man bedauerlicherweise direkt speichern, dass man nicht direkt wieder runtergefallen ist. Das ist aber irgendwie so ein bisschen das Problem von diesen Plattformen. Schmerztabletten helfen bei dir gar nicht. Also ich kenne es von mir selbst, dass Schmerztabletten mir nur sehr bedingt helfen. Okay. What the heck? Okay, ich muss sagen, dem Modder ist zumindest dieser Gegner echt gut gelungen. Ich wäre fast schon wieder runtergefallen. Ich wäre fast schon wieder runtergefallen. Okay. Wie mache ich das? Unterdrücken Sie leicht, aber das ist. Ich kenne das ja mit den Kopfschmerzen leider zu gut. Der baitet mich doch nur wieder. Warum auch. Also irgendwie so ein bisschen verbuggt dieser Mod. Also. Sind da mehrere? Oder war da nur einer? Ne, es sind mehrere. Also dieser Munitionsbug ist irgendwie lustig. Obwohl lustig das falsche Wort ist. Also. Aber ja, irgendwie tut komplettes Loch einfach so von der Verbindung her. Warum auch immer. Aber ja, das Thema mit Kopfschmerzen habe ich ja selbst relativ oft. Aber jetzt scheint es wieder zu laufen. Warum auch immer ist da überhaupt gerade ein Problem gehabt. Was zur Hölle? Soll das so sein? Ich glaube nicht, dass es so sein soll. Ich glaube, das soll so nicht sein. Okay, gibt es irgendwie da drüben einen Schalter, den man aktivieren muss? Oder sagen wir so, den ich aktivieren? Ah, hier ist ein Schalter, okay. Das ist im Original natürlich nicht so.
Das war knapp. Mann, von so welches Netzwerk. Das war ziemlich knapp. Auf die Munition da drüben können wir bedauerlicherweise getrost pfeifen. Okay. Muss ich zwei Schalter aktivieren oder war es einfach nur, naja, verbuggt? Das macht es mir natürlich gerade ein bisschen einfacher, dass die, naja, muss ich da runter? Ich glaube, ich musste da runter. Wir gehen trotzdem mal dahin, warum auch nicht. Bin mal gespannt auf das allerletzte Level, wie das so ist. War hier nicht so eine Vortige Elite am Ende? Okay. Ich kann natürlich schon ordentlich im Voraus schießen. Ja. Eigentlich unfair wie sonst was, aber. Okay. Wozu ist das da? Ja, die Red Message habe ich bekommen, aber irgendwie stimmt was mit meinen Alerts nicht. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Also bis vor 2 Wochen war noch alles in Ordnung und irgendwie... Er hat auch angefangen mit letzter Woche hatte ich auf einmal auch Soundprobleme. Beziehungsweise Audio-Probleme und ich war nur noch komplett abgehakt zu verstehen. Habe nichts an meinen Einstellungen verändert, aber irgendwie. Boah. Ging nichts mehr, so gesehen. Hab eben 2 Stunden dran gesessen, um nur das eine Problem zu beseitigen. Ich habe aber tatsächlich gesagt, vielen Dank für den Raid, aber da war in dem Moment wohl gerade der Bildschirm schwarz. Dieser blöde. Also bei mir war es jetzt irgendwie auch nicht schwarz. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist auch ein Twitch-Problem. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es ist mies, das immer auf Twitch zu schieben, weil das haben sie auch nicht verdient. Ich meine, die bieten uns ja eine kostenlose Plattform, um streamen zu können. Und ich sehe hier zu wenig. Ist es Twitch? Kann sein. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr mich beschweren. Wow. Das ist ein kleines Problem. Wie mache ich das denn? Versuchen rüber zu springen und dann zu schießen in der Luft. Sounds like a plan. Okay. Einfach so ein Black Screen. Ich meine, ich hatte jetzt häufiger schon gehabt, wenn ich bei Leuten reingekommen bin, dass es irgendwann mal angefangen hat, so zu puffern und dann einfach nichts mehr passiert ist. Also ist gerade gepuffert und nach irgendwie 2-3 Minuten kam dann, ja, es ist ein Netzwerkfehler aufgetreten. Also das gibt's schon etwas länger, das Problem. Aber ja, na, kleines Monster. Wieder mal am Aufstehen. Ah, meine Katze ist aktuell ein bisschen problematisch. So. Ich weiß ja, was auf mich zukommt. Wow. Das war ein netter Save. Also, ich versuche ja diesen Mod irgendwie zu mögen, weil es halt ein Galaxy-Mod ist von einem etwas älteren Teil. Das heißt, man kann das dann einen älteren Keen-Teil aufgefrischt praktisch im Galaxy-Style sehen. Was an sich ganz nett ist, allerdings ist dieser. Ja, dieser Mod ist irgendwie verbuggt as hell. Auch. Soll das so aussehen? Nee, ich glaube, das soll tatsächlich so aussehen. Ich glaube, das soll so sein. Sieht nicht so aus, als ob es so aussehen sollte, aber naja. Auch netter Funfact, diesen Key hier,
Den braucht kein Mensch. Und da ich, das Problem hier ist jetzt einfach, man kann im Original nochmal Jumpscare normalerweise das Licht ausschalten, damit diese Gegner nicht springen können. Das Problem ist einfach, das funktioniert hier nicht, weil diese Mechanik existiert hier nicht. Okay, probier erstmal einen blauen Key, um das zu machen. Hab ich einfach mal vergessen. Brauche ich überhaupt einen blauen Key oder komme ich so da hoch? Okay. Laden wir mal ganz kurz, um das abzukürzen. Hab irgendwie vergessen, dass ich einen blauen Key brauche. Also ich glaube, den blauen Key brauchte man gar nicht. Ich glaube. Ah, okay. Er hat das geändert, dass man den braucht. Das finde ich auf der einen Seite gut, weil das war schon so ein Problem des Originals, aber. Oh, ja. Hab eigentlich gehofft, er schießt den vielleicht. Hallo? Hallo? Kann doch nicht so schwer sein, den zu treffen, ich wollte gerade sagen. So. Also ich weiß nicht, also diese Musik, die passt jetzt nicht wirklich zu dem letzten Level. Da hat die andere Musik schon besser gepasst. Also. Ja. Man hätte da ein bisschen mehr reinstecken können. Ein bisschen mehr Liebe, kann man sagen. Naja, gehen wir mal den richtigen Weg, obwohl wir eigentlich nicht gehen müssen. Das letzte Level ist ein bisschen, was das betrifft, arg komisch. Weil jetzt haben wir praktisch hier das da. Okay. Aktiviert das? Oh, okay. I see. Interessante Umsetzung. Also, ich finde sie jetzt nicht schlecht. Irgendwie diese. Ich weiß es nicht, sieht irgendwie komisch aus. Okay. Dieser Sprung sieht ja dezent schwierig aus. Ja, das Spiel ist so alt wie ich. Das heißt, das Spiel ist uralt. Also, dass man sich damit nicht auskennt, ist jetzt keine Schande, ganz ehrlich nicht. Also, wenn man das überhaupt kennt, ist das schon irgendwie besonders. Weil das ist, okay, wie kann man da hin? Oh, okay. Habe ich jetzt nicht gesehen. So, netter kleiner Blind Jump. Ist im Original aber auch drin, also. Ah, I see. Normalerweise könnte man die jetzt im Original da halt trappen, was hier halt nicht geht, weil es gibt diese Mechanik halt einfach nicht. Das ist ein bisschen schade, wirklich. Gut, dass wir endlos viele Munition haben. Ja, das sollte auch nicht so klingen, als ob es eine. Sagen wir mal so, es ist halt schon. Ich meine, es ist halt einfach nicht so bekannt, Hobby. Wirklich nicht. Es ist sau unbekannt. Also. Wenn man das nicht kennt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man jetzt zu wenig Retro spielen würde. Kein Arsch kennt. Kick weh. Ja, man kann das tatsächlich traurigerweise wirklich so sagen. Ja. Ich meine. Es gibt einige Leute, die Keen überhaupt nur durch mich kennen, also. Ja, ich wollte gerade sagen. Wow. Ah, verdammt, ich wollte gerade sagen, da sind doch bestimmt noch mehr. Wann habe ich überhaupt zuletzt gespeichert? Naja, glücklicherweise relativ zeitnah. Wow. Imagine being zu blöd, um das Spiel zu spielen. Wow. Ja, aber gut, ich merke schon, so nach der Nachtschicht ist meine Konzentration einfach nicht vorhanden. Ich weiß nicht, war auch irgendwie.
keine so gute Nachtschicht, muss ich sagen. Nein, 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 nein. War einfach die ganze Zeit irgendwie müde. Ich meine, klar, man arbeitet nachts, da ist man schon mal müde, aber ich sollte es eigentlich gewöhnt sein, nachts zu arbeiten. Davor die Nacht ging irgendwie auch, aber irgendwie habe ich jetzt alle erwischt. Wow. Insane. Hauptsache, ich schieße daran vorbei. Das, was eigentlich kein Problem darstellen sollte. Okay. Ist da oben noch irgendwas Spannendes? Nee, okay. Tja, in dem Fall. Wie war das? Wo musste ich mich runterfallen lassen? Links oder rechts? Ich glaube, es war rechts, aber ich gehe jetzt trotzdem mal mit links. Weil. Okay, ja. Okay. Egal. Ja, Commander Keen gibt es tatsächlich auf Steam. Ich weiß allerdings nicht, ob das was taugt, Tori. Das kann ich hier nicht sagen. Ich glaube, irgendwie die DOS-Box-Umsetzung war nicht so gelungen. Apropos nicht so gelungen, wir haben gerade das letzte Center zerstört und das Spiel geht einfach weiter. Das ist sehr, 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 sehr weird, was hier abgeht. Also wirklich fertig fühlt sich der Mod nicht an. Es gibt noch einige Bugs, die eigentlich beim Playtesten hätten auffallen müssen. Es fehlt noch komplett neue Sounds und Musik. Ich hoffe, das wird nochmal kommen. Allerdings muss man sagen, der Mod wurde zuletzt vor 3 Jahren bearbeitet und das ist diese Version. Ich gehe mal davon aus, wir dürfen da kein wirkliches Update erwarten. Insgesamt trotzdem ein recht netter Mod. Ja, mach das. Ich mache jetzt Schluss auf jeden Fall. Nochmal vielen lieben Dank für deinen Host und fürs Vorbeischauen. Weil es ist heute eh nicht so viel los, aber ich wollte das eh aufnehmen für YouTube, von daher. Ja, dann noch einen wunderschönen Tag, Hori. Und an die Zuschauer auf YouTube natürlich auch vielen lieben Dank, dass ihr euch diese 1,5 Stunden Commander Keen The Earth Explodes Galaxy Mod angeschaut habt. Und es würde mich freuen, wenn es dazu eventuell irgendwann mal neue Musik geben würde, neue Sounds und die Bugs gefixt sind und so. Das wäre schön, weil da kann man sagen, das ist wirklich ein ausgezeichneter Mod. Eventuell spiele ich ihn nochmal in Pacifist. Mal sehen. In diesem Sinne würde ich sagen, grüßt mir Sonne und macht's gut.